Der Goldene Löwe des Filmfestivals in Venedig geht an das US-Drama Nomadland. Das Werk erzählt von einer Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer kleinen Stadt ihre Sachen packt und als moderne Nomadin lebt. Oscar-Preisträgerin Frances McDormand spielt die Hauptrolle. Regie führte die in China geborene Chloe Zhao. Thank you. Der große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an Nuevo Orden. Right. Der mexikanische Regisseur Michel Franco entwirft darin ein düsteres Bild seines Landes in der nahen Zukunft und thematisiert die Kluft zwischen Arm und Reich. Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die Britin Vanessa Kirby for Pieces of a Woman. Den Preis für die beste Regie erhielt der Japaner Kiyoshi Kurosawa. Anata wa Rengoku-gawa no spy desu ka? Dare ga tsūhō shita?